Herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei der Aktionär TV. Wir schauen mal wieder auf die Welt der Megatrends. Und dazu begrüße ich natürlich Trendfolger Michael Proffe. Ja, Herr Proffe, Megatrends laufen ja über einen langen Zeitraum, über Jahrzehnte. Sie können aber auch auslaufen. Wie erkennen Sie, wann ein Megatrend auf der Strecke bleibt? Ja, schönen guten Tag, Herr Agni. Ja, ich mache das in meiner Trendfolge wie folgt. Ich habe drei verschiedene grundlegende Sachen. Das sind einmal die fundamentalen Daten. Die fundamentalen Daten eines Unternehmens, die lügen nicht, die sagen einem ganz genau, wie das Unternehmen dasteht. Dazu gibt es die technischen Indikatoren, die benutze ich denn, um gehebelt in die Instrumente hineinzugehen. So, aber grundsätzlich gibt es noch etwas, das nenne ich die weichen Faktoren. Nämlich da kann man dran erkennen, wie die Unternehmensführung, wie das Management auf globale Veränderungen reagiert. Und wir haben das in der Vergangenheit schon bei ganz, ganz vielen Unternehmen immer wieder erlebt, und wir erleben es auch gerade aktuell, dass es einige Unternehmen oder viele Unternehmen gibt, die eigentlich nicht wahrhaben wollen, wie die Welt sich verändert und einfach viel zu spät reagieren. Und durch dieses späte Reagieren sind sie nachher nicht mehr am Markt so präsent, wie sie mal waren, und verlieren dann sukzessive. Also ich nenne das die weichen Faktoren. Dahinter steckt die Idee, die Vision eines Managements, wie sie mit verändernden Umgebungsvariablen umgeht. Und wenn die negativ sind, ist das grundsätzlich für mich ein Ausstieg oder kein Einstieg in einen Trend. Ein Wert, der auf der Strecke zu bleiben droht, ist TUI. Sie haben uns das Chartbild der 90er Jahre mitgebracht. Damals war die Welt noch in Ordnung. Was hat TUI denn in den 90er Jahren alles richtig gemacht? Ja, hier sehen wir gleich das Chartbild. Das ist so eine richtige tolle Aktie, wie man das heutzutage bei Apple, Amazon oder sonst wie sieht. Die Aktie hat sich da in dem Jahrzehnt verzehnfacht. Man konnte eigentlich nichts falsch machen. Nun ja, in den 90er Jahren begann ja weltweit, auch in Europa, in Deutschland, dieser große Aufbruch, Sehnsucht, die Welt kennenlernen etc. Und erinnern wir uns, da war noch kein Internet. Das heißt, die Reisebranche war noch mit ganz vielen Büros ausgestattet. Das heißt, die waren konkurrenzlos. Und es war ein Aufbruch in dem Jahrzehnt vorhanden. Die konnten also aus den Vollen schöpfen. Und da ist denn so ein Unternehmen, wie wir es hier bei einem Aktienkurs sieht, in den 90er Jahren hat sich dann mal eben verzehnfacht. Das war eigentlich eine super tolle Sache, und alle, die zu der damaligen Zeit dabei waren, haben wahnsinnig viel Geld mit der Aktie verdient. Wie gesagt, die waren ja konkurrenzlos damals. Aktuell ist TUI ja Leidtragende der Corona-Krise, allerdings hat die Aktie ja schon seit der Jahrtausendwende ihre Probleme, also mit dem Aufkommen des Internets, Sie haben es angesprochen. Ist die Zeit von TUI als Megatrend endgültig vorbei, und gibt es einen Zeitpunkt, der für Sie das Ende markiert? Also das absolute Ende kann ich im Moment natürlich nicht sagen, weil TUI ist natürlich ein gigantisches, weltweites Unternehmen. Sie hat aber seit zwei Jahrzehnten einfach den kompletten Trend dieser Welt verpasst. Das heißt, Corona gab es nur noch mal einen Stoß dazu. Und weil wir ja wissen, dass Corona längst nicht vorbei ist, dass da noch ganz, ganz viel kommen wird, was wir noch nicht genau sehen können, wird es TUI wahnsinnig schwer haben, aus dem zwei Jahrzehnte lang Abwärtstrend wieder rauszukommen. Hier können wir das sehen. Wir sehen ganz links die 90er Jahre, wo sich der Aktienkurs verzehnfacht hat, wo man Spaß haben konnte. Und seitdem geht es eigentlich kontinuierlich runter, obwohl es da immer wieder kleine Aufbrüche gibt. Aber die Grundtendenz ist negativ. Wie gesagt, das ist eines der größten Unternehmen dieser Welt in der Reisebranche mit Hotels etc. etc. Und möglicherweise haben wir jetzt einen Gnadenstoß bekommen. Das Unternehmen versucht zwar, sich jetzt zu digitalisieren, zwei Jahrzehnte zu spät. Jetzt kommt Corona. Dazu kommt, dass ihnen das Personal massenweise wegläuft. Und das kommt nicht wieder zurück. Das heißt, die werden nächstes Jahr Leistungsprobleme haben. Das wird sich dann alles in der Bewertung widerspiegeln. Aus diesem Grunde ist diese Aktie momentan absolut kein Kauf. Auch wenn die Aktie vielleicht nächstes Jahr durch irgendwelche Ereignisse ein paar Prozente nach oben macht. Es fehlt einfach die grundlegende Trendwende, die ist einfach, TUI ist in unserem Jahrzehnt nicht angekommen. Und jede Krise, die wir jetzt in dieser Branche sehen werden, wird TUI massiv nach unten treiben. Aus meiner Sicht ist der Konzern, so wie er jetzt aufgestellt hat, nicht fähig, dieses Jahrzehnt zu überstehen. Sie haben es gesagt, die Digitalisierung kommt zwei Jahrzehnte zu spät. Andere sind da viel schneller, zum Beispiel Booking Holdings. Die Aktie ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten ja rasant gestiegen. Was hat denn Booking Holdings in dieser Zeit alles richtig gemacht? Was hat Booking besser als TUI gemacht? Ja, Anfang der 2000er hat Booking einfach erkannt, das Internet, welche Möglichkeiten dieses Internet eigentlich bietet. Für viele war das ja noch Träumereien, und die haben es einfach gewagt und haben ihre Online-Portale aufgebaut. Und das wurde natürlich massiv honoriert. Und deswegen ist auch diese Wahnsinns-Performance, die wir bei Booking Holding sehen,
die hießen ja damals noch ganz anders, die heißen ja erst seit ein paar Jahren Booking Holding, möglich. Sie haben es voll auf das Internet gesetzt, haben wahnsinnig davon profitiert. Alle Anleger, die mitgemacht haben, haben Riesengeld verdient und sie sind natürlich da die absoluten Platzhirschen. Das können wir hier sehen. Das sind 10.000% in 2 Jahrzehnten. Und sie sind nicht so sehr betroffen, auch von der derzeitigen Corona-Krise, weil sie durch das Internet wesentlich variabler, durch ihre Online-Portale wesentlich variabler im Umgang sind. Und für dieses Portal oder für die allgemeinen Online-Portale wird das kommende Jahrzehnt sehr, sehr spannend. Aber sie werden die ganz großen Profiteure weiter sein, weil sie sind schnell. Sie können sich wahnsinnig schnell anpassen. Denn die letzten 2 Jahrzehnte, das ist ja im Internet, was da alles passiert, ist erst der Vorgeschmack auf das, was jetzt in dem kommenden Jahrzehnt kommen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Booking Holding ist so breit aufgestellt, dass die in diesem Jahrzehnt massiv davon weiter profitieren werden. Sie haben uns auch einen Vergleichschart mitgebracht, Booking Holdings und TUI, den können wir uns auch mal anschauen. Was lässt sich da ablesen? Ja, da kann man eigentlich mit einem Satz ablesen, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt, wird durchgereicht. Wer die Zeiten der Zeit erkennt, der ist der ganz große Profiteur. Das kann man hier sehen. 2000 begann das Internet ganz groß. Booking.com hat alles richtig gemacht, hat aufs Internet gesetzt, ist der ganz große Profiteur. TUI hat das total verpennt und ist durchgereicht worden ganz nach unten und wird es sehr schwer haben, wieder hochzukommen. Und das ist eine Warnung an alle Unternehmen, die auch in diesem Jahrzehnt die Zeichen der Zeit einfach nicht erkennen. Wir haben viele, viele Branchen, ob es die Banken sind, ob es die Versicherer sind, die Autoindustrie, alle, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen, die werden nach unten gnadenlos nach unten durchgereicht. Und wir werden sehen, dass in diesem Jahrzehnt viele, viele bekannte Namen einfach verschwinden werden, weil das Management einfach keine Vision hat und nicht die Energie und die Kraft hat, auf Neues zu setzen, weil sie Altes bewahren wollen. Aber mit Alten bewahren kommt man nicht voran. Und das ist dann immer der Todesstoß. Deswegen sollen alle Aktionäre schön aufpassen, keine Liebhaberaktien kaufen, sondern die, die wirklich in der Zeit angekommen sind und die die Zukunft nutzen. Damit verdient man Geld, nicht mit die, die auf die Schiene Bewahrer setzen. Die werden letztendlich durch. Und wie viel Potenzial sehen Sie noch in der Aktie von Booking Holdings? Also ich kann mir vorstellen, mit dem, was da alles im Plan ist für die nächsten Jahre, dass wir eine weitere Verzehnfachung in diesem Jahrzehnt bei Booking Holding sehen werden. Sagt Michael Proffe, vielen Dank. Sehr gerne, Herr Hartlich. Ja, das war unser wöchentlicher Ausflug in die Welt der Megatrends. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.